Willkommen zurück zu Metroid Samus Returns, Leute. Wow, das Metroid-Radar, es blinkt wieder wie verrückt, man hört's schon wieder. Auch dieser Sau, und das bedeutet, hier ist jemand ganz in der Nähe. Wo wird er sich wohl aufhalten? Jedenfalls werden wir uns erstmal ein bisschen umsehen. Ich werde auch nochmal scannen und so weiter. Und anscheinend haben wir hier noch einiges, was ziemlich groß ist. Und ja, tatsächlich scheint es so zu sein, dass man, wenn man diesen Schrei hört beim Scannen, es so ist, dass der Metroid immer im Scan-Bereich ist. Das ist ganz gut zu wissen. Finde ich nicht schlecht. Gehen wir weiter. Ah ja, das wird wohl schon der Raum sein. Na komm her. Na, bist du nicht da? Ach so, man kann mal wieder den Raum wechseln. Ich finde das immer so merkwürdig. Oh, Moment. Moment. Da war's. Alles klar. Und schwupp. Reicht aus. Sehr gut. So, wieder aufgeladen. Denn es gibt ja eine wunderbare, schnelle Möglichkeit, wie man sehen kann. Na, komm her. Oh, das war ein bisschen... Aber ihr seht, man zwängt ihn dadurch halt auch dazu, solche Angriffe zu nutzen. Das ist halt perfekt. Ihr seht, er ist jetzt schon richtig angeschwächt. Boah, das war's schon. Er wechselt schon den Raum. Krass. Seht ihr, diese Methode ist so gut. Unbedingt machen, Leute. Wenn ihr gegen diese Metroids kämpft. Es ist halt wirklich nützlich. Es ist richtig gut. Dieser Trick. Okay. Und ab nach oben geht's. Und weiter. Ach ja, ich nehme den nochmal. Sehen wir nochmal, ja? Na komm raus. Ja, da ist er wieder. Okay. Aber schön geduldig sein. Ja. Jawohl, das war's auch schon. Dann komm mal her. Willst du mich ans Eck drängen? Bam, 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 bam. Haha. Oh yes, das ist der großartigste Trick aller Zeiten, Leute. Was? Jetzt haut das Ding schon wieder ab. Was ist denn los mit dem? Meine Güte. Unfassbar, hä? Was? Ich komme hier nicht durch? Merkwürdig. Okay. Wieder zurück. Das erscheint mir ein bisschen strange, aber na gut. Moment. Da ist es. Alles klar. Und hui. Ein bisschen rumschaukeln und weiter geht's. Du entkommst uns nicht, Freundchen. Der sichere Tod wartet auf dich. Na komm her. Was hat er da? Oh, das war der Beam. Stimmt ja, den hat er auch drauf. Und da ist er wieder unten. Oh, was machst du jetzt, so? Bam, 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 los geht's. War's das schon? Jawohl, Leute. Ach, es ist herrlich. Das Ding hat uns ja nicht mal einmal getroffen, ha? Huh? Alter Schwede, ist es so gut. Es ist göttlich. Ha. Damit werden die eigentlich sogar fast zu den leichtesten Metroids, finde ich. Weil gegen die anderen, gegen die Alphas geht's ja gar nicht. Das geht hier erst gegen die Gammas. Und von daher, richtig cool, Leute. Das finde ich halt schon super. Und damit haben wir schon wieder einen weiteren Metroid weggeräumt. Es geht halt gerade echt gut ab. So. Bisschen Platz brauche ich zum Schaukeln und weiter geht's. Yay, das ist so cool. Okay, Leute. Hier unten wird das anscheinend ziemlich nass dann irgendwann, hä? Was ist das hier? Ich aktiviere mal kurz den Scan. Weil wie soll man überhaupt auf die Seite kommen? Das kann man ja so nicht rausziehen. Interessant. Na gut, dann ziehen wir uns da mal rüber. Oh, müssen wir diesmal sogar zweimal das aktivieren? Ah, es geht sogar von da unten. Boah. Aber es wäre natürlich noch stylischer, das dann in der Luft zu machen. Das Ganze. Haben wir da schon wieder einen? Das wäre richtig cool. Da geht ja die Post ab heute. Nur unter Wasser? Das wäre natürlich unschön. Erstmal den Raketenvorrat auffüllen. Ich weiß nicht, wir haben halt keine Gravity Suit oder so. Ah ja, hier kommt man wieder raus, alles klar. Kann ja sein, dass man die vielleicht schon bekommen könnte und das hier Voraussetzung quasi wäre. Aber dem scheint auch nicht so zu sein. Ups. Boah, bitteschön, erledigt. Ah, Moment. Das sind wieder die hier. Aber das geht doch ganz flott. Und fertig. So einfach kann es gehen, Leute. Ja, bald kommt schon wieder der nächste Metroid, ich sehe es.
Ah, wieder Eier und Energie. Ah, hier kann man auch aufspringen, alles klar. Okay, aktivieren wir nochmal ganz kurz das hier. Da drüben gibt es einen Block. Gibt es da vielleicht was? Nee, nicht zum Hochziehen, echt. Nichts zum Hochziehen, merkwürdig. Kann ich denn überhaupt auf die Art und Weise wieder zurück? Ich glaube schon, oder? Na, dann holen wir uns eben wieder Eier und Energie und machen das Ganze so. Bisschen umständlich, aber was soll's. Also gut. Runter mit uns. Ah, ein Energy Tank ist ja auch. Oh. Vielversprechend. Den kriege ich aber nicht bereits hier, oder? Was? Einfach so? Wie cool. Ja, Energy Tanks, Leute. Oh Mann, ich flipp aus. Das ist das Beste überhaupt, wenn du einen Energy Tank bekommst. Ja, das ist ein göttliches Gefühl, Leute. Richtig cool. Ach so, eine Charge Door, alles klar. Die Metroid-Anzeige immer noch wie verrückt aktiv. Oh. Oh oh. Jetzt habe ich extra einen Voltpanzer aktiviert. Wegen dem Quatsch. Aber nicht darauf geachtet, was dir sonst noch so abgeht. Erstmal die Dinger erledigen. Ich glaube, eins fliegt noch rum, oder? Ah, erledigt. So, okay. Jetzt aber. Moment, Voltpanzer wieder aus. Jetzt brauche ich den auch nicht mehr. Oh. Ich weiß nicht, wie man das in der Luft am besten aktiviert, ehrlich gesagt. Da bin ich noch nicht so geübt drin. Aber zumindest werden die Dinger jetzt hier schön ausgeschaltet. Und die haben nach wie vor den coolen Norfair-Remix in solchen Lava-Gebieten. Achso, da drüben ist das ganze Zeugs. War schon soweit. Oh Mann, ey. Das kann ja was werden. Kann man nicht gleich hier? Nee, man kann auch nicht gleich anvisieren. Ich will mal kurz was testen. Also man kann schon sofort aus der Luft schießen, weil das gab es ja noch nicht. Das ist hier sofort das Ganze mit Gefahr leider verbunden. Das ist das Ärgerliche. Jetzt bin ich nur leicht rein. Weiß nicht, ob man es ganz vermeiden kann. Das war schon gut, würde ich sagen, aber halt noch nicht gut genug für meinen Geschmack. Und hier komme ich anscheinend so gar nicht mehr großartig weiter, oder? Ach so, natürlich, ich habe noch den Spider-Ball. Nicht vergessen. Ich habe gerade irgendeine Tür, glaube ich, aktiviert, egal. So, ich hoffe mal, das reicht aus. Ansonsten aktivieren wir unseren Voltpanzer. Ah, wunderbar. Oh, und diese Musik macht alles noch tausendmal besser. Ich glaube, das ist bisher auch mein liebster Track hier drin in dem Spiel. Auf jeden Fall. Echt gut. Da drüben ist es. Na? Ich hab's erledigt. Sehr gut. So, was war da oben? Ach, so ein Ding. Okay. Bewegt sich hier ganz flink. Ah, verdammt. Das war ganz schön gemein. Ist einfach drumherum gerannt. Komm her. So, bitteschön, das hast du jetzt. Ah ja, da oben ist noch ein Teil, alles klar. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Aha. Oh oh. Geht doch immer noch ganz gut von der Hand. Ah, verdammt, den habe ich jetzt nicht gesehen. Was da unten? Nichts anscheinend. So, und weiter geht's. Was erwartet uns dort drüben? Aha. Erstmal hier die Tür. Okay, ja. Gleich schon mal auf Frost gehen. Achso, das ist wieder ein Alpha. Aber ich glaube, gegen die bringt das halt wirklich nichts, weil die kannst du ja nicht zu Boden bringen. Die können sich auch gar nicht am Boden bewegen. Oder doch? Ach so, dann... Ach, das schaltet auch ihre Konterfunktion aus, oder? Weil dann jetzt... Ach so... Jetzt haben wir nur noch diesen Angriff, aber ich glaube, die können nicht mehr diesen Elektroimpuls raushauen dann. Ah. Na, okay, alles klar, Leute. Ist also auch nützlich gegen Alphas sogar. Hätte ich jetzt nämlich gar nicht gedacht, muss ich sagen. Aber ist ja total cool. Jawohl, das geht halt echt super schnell. Und ganz unproblematisch dadurch. Na, aber es ist ja eigentlich so ganz klassisch, dass Metroids ja eigentlich eine Eisschwäche haben normalerweise. Normal sagt man, dass die eigentlich die ablegen, wenn sie das Larvenstadium verlassen quasi. Aber es scheint immer noch so leicht vorhanden zu sein. Das ist echt ganz gut gelungen.
Ich glaube, es lohnt sich sogar hier durchzugehen. Ich weiß nicht, ob man mit Voltpanzer das schaffen kann. Ja. Es wird wehtun, das ist klar. Aber ich habe auch fast keine andere Möglichkeit. Au. Aua. Okay. Das kann man vielleicht, wenn man mehr Energy Tanks hat. Aber ich sollte das jetzt nicht überspitzen. Nicht übertreiben. Ne. Das war jetzt leider mein Todesurteil an der Stelle. Ich dachte, der Volt Panzer schützt eventuell auch davor, aber gut, das ist ja nur so Elektrostöße, ist das quasi nur. Nee, da kommt man auch so nicht dran. Da ist es wahrscheinlich drin und versteckt, aber was auch immer es ist, ich werde es nicht mehr schaffen. Sehr ärgerlich mit 31, ja. Bist du sofort tot an der Stelle? Ich glaube, mit einem Energy Tank mehr könnte man es bereits schaffen, eventuell. Aber hier sind diese Abzüge halt teilweise schon sehr, sehr krass im Spiel, leider. Wenn ich das mit anderen Metroids so vergleiche. Wo du durchaus hier und da ein bisschen leichter vorbeikommst. Ganze Gebiete ohne Schutz durchqueren und so. So, machen wir das Ganze schön so. Und dann geht's eben stattdessen wieder nach unten. Müssen wir uns die Stelle halt leider merken. Ist immer ein bisschen schade, wenn du halt Upgrades siehst und du weißt, oh, ich kann sie eigentlich noch gar nicht einsammeln. Ups. Moment. So. Aber das hier gibt immer richtig, richtig schön viel. Große Ausbeute für uns. Abgegeben habe ich bisher noch gar keine Metroid-DNS, aber wir haben eigentlich schon einiges gefunden. Ja, hier so kann man eigentlich auch mal ganz leicht durchkommen. So. Einfach mal so ganz quer verteilt. Aha, da kommen sie wieder. Na? Ich habe schon wieder was gehört. War's das? Ich glaube, das war's. Und weiter. Ah ja, jetzt habe ich's raus, Leute. Sehr gut. Moment. Die muss natürlich vorher ausgelöscht werden, ist ja klar. Und noch einer, sehr gut. Ja, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Sehr schön. Wieder was gelernt, Leute. Und so wird man besser und besser als Spieler. Es ist herrlich. Das liebe ich so sehr an Metroid. Und genau dieses Gefühl muss da sein, dann ist es auch gut. Und so ist es auch. Deswegen ist das ein gutes Spiel. So. Gleich sind die auch alle platt. Sehr schön. Mehr Aeon für uns. Nein. Hat uns trotzdem getroffen, was. Oh Mann, ey. Egal. Okay. Da unten gibt es eine Aeon-Energie. Die hole ich mir, glaube ich, kurz. Und dann geht's wieder nach oben. Und weiter kommen wir dann nur noch mit weiteren Energy-Tanks oder so. Oder was, was uns direkt vor Lava schützt. Ja, da müssen wir wieder zurück. Aber es gibt zum Beispiel einen weiteren Aufzug. Den haben wir bisher noch nicht betreten. Konnten wir es bisher noch nicht oder habe ich es einfach bisher ignoriert? Sehen wir doch mal. Ach stimmt, das war das hier. Hm. Ja, ja. Keine Ahnung, wie das gehen soll, weil das hier geht ja nicht durch Wände. Das irritiert mich etwas. Und hier ist ja wieder das Metroid-Radar trotzdem jetzt aktiv. Aber da kannst du so, du kannst es nicht ranziehen quasi. Du müsstest bereits auf der anderen Seite stehen. Das ist das Merkwürdige an der Stelle hier. Ich kann es nicht so wirklich zuordnen, warum das so ist. Finde ich ein bisschen komisch. Gehen wir mal darüber. Da war ich auch noch nicht. Ah ja, da brauche ich wieder Aeon. So ein kleines Rätsel. Alles klar. Aha. Ach du Schande, okay. Wow. Alter Schwede, das war gut eingebaut. Bin gerade so ein bisschen zusammengezuckt, auch wenn man es nicht gesehen hat. So, Alter, was ist jetzt los? Aber hat funktioniert. Sehen wir nochmal ganz kurz. Ah ja, weitere Räume. Und irgendwo hier muss man auch was aktivieren können, um rauszukommen oder so. Interessant. Na komm her. Das war's. Aber schon interessant, da hatten wir jetzt nochmal so ein Metroid... Oh, gesehen, alles klar. Alter Schwede, diese Dinger, ne? Okay, die machen doch ganz schön viel Schaden. Das wäre ganz cool, wenn man die einfach runterziehen könnte oder so. Ich glaube, Raketen braucht man ziemlich viele, ja. Das lohnt sich auch nicht so wirklich. Wie kommt man denn durch diese Tür hier? Also momentan gibt es einige Mysterien. Na komm.
Komm rüber. So. Ist immer leichter zu kontern. Ist einfach so. Ist auch wieder gut vorbereitet. Okay. Jetzt gab's da oben was, da brauchen wir Super Missiles. Das heißt, da kommen wir auch nicht weiter. Aber stimmt, es gibt noch einen anderen Raum, richtig? Da müssen wir von hier aus wieder zurück. Alles klar, Leute. Das sehen wir uns mal genauer an. Ah, da war jetzt dieses hier. Ja gut, man muss einfach nur sorgfältig jumpen, genau. Hat auch funktioniert. Sehr gut. Aha. Stimmt, hier war noch das mit den ganzen Kristallen und so. Und hier haben wir uns auch noch nicht so sorgfältig umgesehen. Also hier könnte es durchaus noch irgendwas geben. Ist die große Frage... Ich weiß nicht, wie sich das Ding bewegt. Jetzt ist es wahrscheinlich etwas zu spät, oder? Ja. Hab's mir fast gedacht gerade. Oh, da kracht noch mehr runter. Aber schick gestaltet haben sie es ja schon mit so kleinen Details und so, wie dass hier was zusammenkracht oder dass man einfach mal so ein Metroid sieht, der hier durch die Gänge sich bewegt. Schon ziemlich cool gemacht. Also lobenswert, was sich die Entwickler noch haben einfallen lassen, um das Ganze etwas dynamischer zu machen. Ach, ist hier sonst nichts? Oh. Okay. So viel dazu. Aber das Coole ist, das ist halt eine richtig gute Quelle. Es gibt eigentlich fast nichts Besseres, um so ein bisschen wieder alles aufzufüllen und so. Da sind diese Fliegen hier hervorragend geeignet und das war's auch schon. Der Charge Door, alles klar. Weiter geht's. So. Eine Teleportstation. Hauptsache, die ist jetzt markiert. Hä? Was hat's mit diesen Türen hier auf sich? Also ich meine, am Anfang des Gebietes beispielsweise haben wir auch noch nicht so viel erkundet. Vielleicht ist es doch mal an der Zeit, dass wir nochmal zum Anfang zurückkehren. Ich glaube, das machen wir auch. Aktivieren wir die nochmal. So oder so, ich muss ja mal was abgeben. Das kann ja so auch nicht angehen, ne? Jetzt habe ich hier 2 Punkte, okay. Unten kommen wir noch nicht hin mit dem Aufzug. Da bräuchte ich eine Super Missile, das ist aber auch nur für ein Upgrade. Und da oben gibt es noch ganz, ganz viel Leeres. Also hier gibt es auch noch einen weiteren Aufzug, den wir zum Beispiel noch nicht gesehen haben, also... Es ist eine ganze Menge, die wir erkunden könnten. Ich gehe jetzt einfach mal darüber, weil das dürfte der schnellste Weg sein, um hier quasi wieder an den Anfang zu gelangen. Und von dort aus haben wir hoffentlich einige neue Möglichkeiten, die wir gleich ausschöpfen können. Also gut, vor allem werden wir dann dort möglichst schnell ein Portal... Ups. Moment. Oh, da war ich jetzt etwas zu voreilig. Jetzt bin ich schon die schnelleren Gegner gewohnt aus dem anderen Gebiet, auch witzig. Man muss sich schon jeden einzelnen Gegnertyp anpassen, so ist das immer. Na komm her. Geht doch. Du drehst dich gleich um, sehr gut. Und ups, egal, gehen wir weiter. Genau, hier ist die Säure abgeflossen. Was ist eigentlich da unten? Vielleicht haben wir da auch schon was, wo wir eventuell mit dem Grapple Beam was nicht einsammeln konnten oder so. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich schau mal ganz kurz nach. Ach, das war sowas hier. Na, keine Chance leider. Nein. Wie fies. Da fliegt er schon gleich nach drüben. So, bitteschön. 0, nichts erledigt. Ach, Mensch. Dieses Gegner-Placement manchmal. Dramatisch. Ach, hier kommen wir theoretisch auch weiter. Oder? Naja, von der anderen Seite. Ist auch nur eine Abkürzung, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Wobei. Das wirkt auch interessant. Ich glaube aber, Moment, man musste... Wie ist man denn nochmal da hingekommen? Ah ja, von da aus. Durch so einen Tunnel hier. Das hier freisprengen, genau. Und nochmal, so. Dann rollen wir einfach wieder nach unten. Hier, bitteschön. Das ist auch immer ganz nett, einfach die Bombe gelegt. Ah, alles klar. Genau, wir können hier das einfach mal aufziehen, wenn wir möchten. So eine kleine Abkürzung geht dann immer schneller. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber ich vermute es einfach mal stark. Und damit geht's wieder nach unten. Wieder in die Zone zurück. Aber es muss hier noch einiges geben. Haben wir überhaupt schon ein Upgrade bekommen? Das, ach, natürlich. Beam Boost und Gravel Beam sogar. So viel Zeugs, Wahnsinn. Leute. Oh, oh, da gibt es ja diese komischen Geschütze. Ach so. War wieder der andere Angriff. Manchmal spuckt er einfach Säure. So, jetzt sehen wir doch mal nach. Jetzt geben wir endlich mal Metroids ab. Und damit kriegen wir auch einen weiteren Anhaltspunkt. Das war auf jeden Fall schon mal eine gute Ausbeute, oder? 3 Stück. Naja, okay. Alles klar. Und der nächste befindet sich gleich beim Aufzug dort anscheinend, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Na dann,
Fehlen uns jetzt noch 7 Stück hier in dem Gebiet, ne? Ist doch eine ganze Menge. So, Gravel Beam. Weiter geht's. Okay. Hier ist jetzt noch alles so ein bisschen... da weiß man noch nicht so hundertprozentig Bescheid. Boah, snipe mich einfach ab. Das ist da echt über 100% Schaden, ne? Krass. Fies. Nein, 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 nein. Oh Gott. Au. Alter, es sind halt echt 101% Schaden, die das Ding macht. Ich pack es nicht. Ich hatte mir jetzt einfach mal 2 Energy Tanks zauen. Weil ich wollte mich ja nur kurz umsehen. Aber jetzt weiß ich, warum ich in den Raum nicht rein bin. Gut, wäre das auch geklärt. Also, ist einfach abgehauen. Alles klar. Ach, die sind, glaube ich, auch gar nicht so aggressiv, ne? So wirklich nur eine reine Schutzfunktion, glaube ich. Wenn man sich die so ansieht. Witzig sind sie ja schon. Das kannst du knicken. Ist nicht drin. Ach so, das war das hier. Alles klar. Beambust. Und wartet. Ach so, noch nicht aktiviert. Jawohl, und alles wieder aufgeladen. Man muss den nur richtig einsetzen. Also gut timen. Ach, da war die nächste. Und. Jawohl, es ist so schön. Und damit kommen wir zum Aufzug. Ab nach unten, oder? Ein Metroid geht heute noch, auf jeden Fall. Das ist dann eine runde Angelegenheit, würde ich sagen. Das machen wir jetzt noch. Das ist jetzt so mein Ziel für heute. So, wo sind wir jetzt? Vielleicht immer erstmal einen Scan aktivieren. Okay, anscheinend gibt es ja auch nichts, was wir irgendwie aktivieren können. So, erledigt. Ach, egal. Was haben wir denn da? Ach, da brauche ich... Ach, Beamboost. Okay, die droppen aber auch eine ganze Menge. Der hätte die Plattform elektrisieren können, muss man aufpassen. Ah, ich will meine Karte bitte aufdecken. Das ist mir mal ziemlich wichtig. Moment. Komm her. So. Das war mir jetzt noch wichtig. Das stört mich sowas. Wenn, dann will ich nur das, was unaufgedeckt ist, wo es auch wirklich noch Upgrades gibt. Dann kann man das sofort sehen, wo man noch hin muss. Oh, die Dinger sind lästig. Ich meine, schaut euch das an. Kann ich eigentlich auch Rockets? Nee, nicht mal, das geht. Richtig nervig. Aber vielleicht kann man die kontern, das kann sein. Muss ich mal ausprobieren. Geht das? Nee, selbst da brauche ich einen Beamboost. Aber es lohnt sich auch, weil man kriegt halt eine ganze Menge. Wir aktivieren nochmal den Scanner. Okay, nach wie vor kein Signal. Und wir sehen eine Verbindung. Nach drüben. Interessant. Ja, das hier wird wahrscheinlich der Raum mit dem Metroid gleich sein, oder? Oh, hier brauche ich Aeon. Anscheinend. Okay, nicht mal unbedingt. Wir sehen. Wir werden sehen. Der sieht ein bisschen sehr grün aus, finde ich. Aber ist einfach nur ein Feuer-Metroid. Hätte sein können, dass es noch eine Art gibt. So, bitteschön. Ah, jetzt kann er ja nur noch den machen. Ich vergaß. So. Oh, ach so, natürlich, das geht ja auch noch. Ups. Na, komm rüber. Komm, 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 komm. Verdammt nochmal. Hör auf damit. So. Na, das kann er trotzdem noch, alles klar. Aber er kann jetzt nicht mehr chargen. Ah, Mensch. Jetzt kann er es natürlich wieder. Das Schöne ist, dass sie halt auch viel langsamer werden dadurch. So, okay, nochmal. Ah, verdammt, nicht gesehen. Mensch. Das war wahrscheinlich sein Todesurteil, oder? Ach, das war's auch schon, alles klar. Sehr schön, erledigt. Komplett ausgeschaltet. Dann. Cool, cool. Let's go. Ach, das hier ist einfach nur jetzt noch eine Aufzugverbindung, oder was?
Aber dann gehen wir doch mal nach oben. Das scheint nämlich uns einfach zu einem Upgrade zu führen anscheinend. Okay, cool. Ein reiner Aufzug für ein Upgrade. Vielleicht ist es ja doch was Größeres. Moment, nee, das hier ist noch eine Verbindung nach da drüben. Dann haben wir das bisher einfach noch nicht genutzt anscheinend. Ah ja, da ist es. Ich hab's mir schon gedacht. Ein Missile-Container für uns. Cool. Ah, das war... Ach so, die Tür. Oh Gott, nein. Zurück. Oh, oh, Leute. Oh, da ist dieses Ding gewesen. Oh Gott, oh Gott. Steht das einfach da wieder rum? Okay. Hey, jetzt haben die den Raum hier gefüllt mit ganz vielen komischen Gegnern. Was soll das? Das finde ich nicht nett. Ich schau mal kurz nach einer Speicherstation. Und anscheinend haben wir noch irgendwo einen Metroid. Naja gut, bei der schieren Anzahl in dieser Zone ist das nicht weiter verwunderlich, oder? Ah ja, da ist auch schon die Hülle. Noch einer, wirklich? Ich weiß nicht. Den würde ich dann vielleicht beim nächsten Mal machen, oder? Ich suche eigentlich gerade wirklich nur eine Speicherstation. Aber natürlich können wir uns den auch eventuell auch noch vornehmen, je nachdem. Werde ich jetzt nicht mehr fündig hier? Ah ja, doch, da ist er. Alles klar, das war eigentlich alles, was ich jetzt erstmal tun wollte. Aber dann wissen wir beim nächsten Mal direkt wieder Bescheid und können uns schon wieder um einen weiteren Metroid kümmern. Das ist sehr schön. Fortschritte werden erzielt. Nur es könnte mal wieder ein Upgrade kommen, finde ich. Das fehlt jetzt noch so. Metroid-Kämpfe sind cool, aber ich will Upgrades haben. Wer will das nicht? Aber wie auch immer, Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Metroid: Samus Returns.